So, da sind wir wieder bei Honkai Star Rail im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ein frohes neues Jahr. Nice. Und es ist... ja, der erste natürlich. Es ist aber auch Montag. Das heißt, es müsste... wieder Punkte geben. Auf den Simulator. Erst machen wir uns unsere Geschenk der Odyssee. Wo gibt es dann drei? Und dann haben wir hier ja dann noch die Universum-Simulation. Sammle alle Kapitel von Gold und Getriebe und schließe die Abenteuermission Gold und Getriebe das Ende ab, um in der Universum-Simulation den Pfad der Gelehrsamkeit freizuschalten. Was soll RB sein? Ach, das ist raus. Okay. Okay, Herder, was hast du Neues für dich, mich? Für uns. Gold und Getriebe. Gold und Getriebe? Sie haben ein Minigame. Dieser Satz wurde auch noch nie gesprochen. Du bist im Begriff, Zeuge des Universums Androidenkopf zu werden. Du wirst es schon merken. So, das ist da vielleicht die richtige Antwort, aber bestimmt die falsche Antwort auf. Du, das Haus brennt. Tut Feuer eigentlich weh? Du wirst schon merken, wenn du hineingehst. Warum sollte ich dir eine lange Erklärung anhören, wenn du es hautnah erleben kannst? Aus Sicherheitsgründen, Dumpfbacke. LB, hier ist der Eingang. Ah, das war die Schwarmkatastrophe und jetzt kommt Gold und Getriebe. Ist bestimmt noch nicht besser, oder? Das kennen wir ja alle schon. Anfängliche Figuren herunterladen. Was ist denn das? Die Ausbreitung. Erhöht den verursachten Standardangriffsschaden aller Verbündete. Na, gar nicht schlecht.
Okay, ich soll also jetzt hier die... die Ausbreitung wählen, ne? Personalisierten Würfel. Wähle das hier aus. Siehst du die Empfehlung hier? Allgemein Vandalismus. Mit einer Region Kampf oder Elite, um sofort die Übernommung zu erhalten und sie in die Region leer zu verwandeln. Wählen in Regionen und sofort noch einen. Naja. Also Ausbreitung habe ich jetzt, oder? Anfangseffekt Sparschweinableitung. Erzeugt zu Beginn der ersten und zweiten Ebene zusätzlich ein Leuchtfeuer von Segenssparschwein, ein Leuchtfeuer von Kuriositätensparschwein. Habe ich das erwähnt, du? Da wir den Wert berechnet erhöht haben, befürchte ich, dass dein Verstand beeinträchtigt werden könnte, weshalb ich ein temporäres Überwachungsinstrument für dich geschaffen habe, Selbstwahrnehmung. Was laberst du? Du musst immer auf deine Kognition achten, damit du dich nicht verlierst in einen Roboter wammeln. Ich bin ein Roboter jetzt. Ich habe mich verwandelt. Hier sind die Trailblaze-Geheimnisse. Denk daran, dass der Weg ein paar IFK-Geheimnisse zu sammeln. Ich überlasse es dir. Kognitionswert, der aktuelle Kognitionswert und der Kognitionswert Zielbereich werden beide in der Kognitionsleiste angezeigt. Die Anzeige befindet sich über der Spielfläche. Der Kognitionswert, der benötigt wird, um eine Fähigkeit. Warum kann ich hier nichts scrollen? Freizuschalten wird oberhalb. Eigentlich steht hier eher scrollen. Ich kann aber mit dem rechten. Ja. Kann ich nicht. Ist kaputt. Kaum macht ihr was Neues, ist es schon wieder kaputt. Ich kann nicht scrollen. Du nur halbe Information kriegen. Nein, ich habe nicht verstanden. Ich konnte es ja nicht mal lesen. Ich muss halt einfach ausprobieren. Ich kann den einstellen? Ich dachte, der spiegelt irgendwie meine Kognitionswerte wieder. Nein.
Ich betrete einfach mal. Ich bin da, da oben ist mein Kognitionswert. Aktuell gewählt, aktuell noch keine Segen erhalten. Noch keine Kuriosität. Die Ausbreitung. Fahrtresonanz kann aktiviert werden, wenn 3 Segen von die Ausbreitung erhalten wurden. Und Resonanzausprägung kann aktiviert werden, wenn 6, 10 oder 14 erhalten wurden. Segen natürlich. Wenn du Segen die Ausbreitung mal 3 erhältst, erhältst du gleichzeitig auch Segen der Überfluss mal 3 und Segen das Gedenken mal 3, was die Aktivierung der entsprechenden Resonanzkreuzung ermöglicht. Ja. Ist ja nur 53. Ich wollte das Ding eigentlich danach einsammeln. Aber naja. Die Ausbreitung. Oder? Die Figur fügt allen Gegnern, die von den Folgeangriffen der Figur getroffen wurde, pro getroffener Gegner. Es wird immer schlimmer mit dem Controller. Mit der Steuerung anstatt besser, es wird echt immer schlimmer. Perfekter Cool. Steven hat mich gebeten, diese personalisierten Würfel genau zu erklären. Hertha scheint nicht in der Stimmung zu sein, viel zu erklären. Außerdem ist der Würfel eigentlich die Hülle eines Omnix und du kannst deine Emotionen, Gedanken, Erinnerungen und Zaubersprüche daran befestigen. Dieser Würfel ist also ein Omnix. Hat genauso viel Informationswert. Das ist die Würfelseite, die du gerade ersetzt hast. Sammle deine Würfelseiten und setze sie zusammen, wie du willst. Das macht doch Spaß, oder? Nö. Das ist nur noch eine weitere Komplexität. Ohne große Auswirkung. Auch mit so ein bisschen. Und man muss alle von allen ein bisschen. Und dann muss man noch seine Figuren halt gut haben. Und dann noch ein bisschen Geld ausgeben. Und dann schafft man da vielleicht die Blödsinnigkeit bis zum Schluss. Wählt eine Region, Kampf oder Niete, um sofort eine Belohnung zu erhalten. Nee, bestätigt. Ich will die Kuriosität haben. Wo gehst du hin? Ja, ich kann nur nach hier hingehen. In die Selbstwahrnehmung. Selbstwahrnehmung.
Mechanische Stadt Friseursalon Kogito Genius Gesellschaft. Selbstwahrnehmung anpassen. Ich bin organisch, ich bin anorganisch. Tja. Ich bin eigentlich organisch. Schau mal hier. Nachdem du die Option auf der rechten Seite gedrückt hast, kannst du hier deinen neuen Kognitionswert ansehen. Und was hat der Auswirkung? Soll wahrscheinlich immer um die Null bleiben, oder? Das sind emotionale Ersatzteile. In ihnen stecken ein paar meiner Maschinenfreunde. Du kannst dir davon eins als Souvenir mitnehmen. Du verschenkst deine Maschinenfreunde? Erhalte Segen mal 1, Kuriosität mal 1 und kosmisches Fragment mal 50. Her damit. Wählt eine Region, um sie sofort auf eine angrenzende Region zu kopieren und ihr Wissen zu verleihen. Was denn für ein Wissen? RT, Effektinfos. Wissen, Regionen, die von der Fähigkeit des Würfels markiert sind, werden basierend auf den ausgewählten passiven Fähigkeiten unterschiedliche Effekte auslösen. Nichts Konkretes, Laberkacke. Erhält kosmisches Fragment 80 für jedes im Kampf besiegte Schwarzhahn, für jeden. Ich fürchte, hier gibt es keine Punkte. Wenn ich das nicht will, soll das noch mal mitnehmen.
ich mich jetzt noch heilen? In der Universumsimulation scheint ein wenig Chaos zu herrschen. Ich muss Steven sagen, dass er dieses Leak reparieren soll. Tut mir leid. Ich spiele einfach erstmal so weiter. Resonanzableitung. Wenn des Bosskampfes in der dritten Ebene tritt Resonanzableitung auf. Resonanzableitung simuliert verschiedene Pfadresonanzen und haben gravierende Auswirkungen auf alle Verbündete. Bei späteren Herausforderungen kannst du Pfadresonanzeffekte auswählen, die durch Resonanzableitung aus der Region Boss in der zweiten Ebene simuliert werden. Wenn du diesen Text nicht vollkommen verstanden hast, macht das nichts, denn das tut keiner. Aua! Oh, ja, ist noch ziemlich am Anfang. Da sind die einfach. Kognition wird eingestuft. Der Anfang. Interastrale Fried. Disintegrationskomponentenabfuhr. Hey, du bist deine Selbstwahrnehmung geändert. Gut gemacht. Weil dein Denken die Systemanforderung erfüllt hat, wird ein genaues Geheimnis berechnet. Aha, also, wenn ich zwischen 0 und 40 liege. Irgendwie berechnet er nichts. Universum. Dir wird klar, dass es Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Willkommen an Bord, Neuling. Du musst eine muntere, organische Lebensform sein. Lass mich dir die Unternehmensstruktur erklären. Farnsha. Soll ich Farnsha nehmen? Audienz mit einem Aeon. Schmiegkratz.
Grad 1. Erste Ebene. Experiment. Der Anfang. Texte werden immer schlechter. Und sind auch immer schwieriger zu verstehen. Und denke ich auch egal, was da an Wort ist. So, die Reise wird nicht gerade einfach, sagt Ron Mai. Das war die mit den kleinen, süßen Wackelpuddingkatzen. Ich bin das Alpha und ich bin das Omega. Gehen. Gehen. Schließen. Es gab auch keine Punkte, oder? Was hältst du davon? Wer steht da neben dir?